Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Und wo ich heute unterwegs bin, erzähle ich gleich nach dem Intro. Ich bin heute unterwegs in Markkleeberg bei Leipzig am See. Den See, den sieht man jetzt gerade nicht. Der ist da drüben in der Busch. Laufe ich gleich am See entlang. Echt schöne Gegend hier. Bin jetzt hier für ein paar Tage und lasse es mir gut gehen. Und hier kann man jetzt auch den See sehen. Pass auf, ja. Da ist der See. Und ich werde jetzt hier meine Bahn ziehen. Eine Stunde. Stunde ist gut. Vielleicht komme ich einmal rum. Weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall. Im Zweifelsfall drehe ich um. Guter Weg zu laufen, muss man sagen. Ich bin jetzt schon gut 20 Minuten unterwegs. Läuft gut, Wetter ist schön. Ist nicht zu warm. Ist doch ein bisschen warm, aber nicht zu warm. Schöne Sonne. Der Weg ist hier super ausgebaut. Hier geht das die ganze Zeit so. Hammer. Voll gut. Und kann man perfekt laufen. Nicht zu hart. Ein bisschen weich. Gut für meine Knie. Hier am See entlang, so See auf der anderen Seite, kann man den sehen. Jetzt wieder Gebüsch, macht nichts. Zeige ich gleich wieder. Echt schönes Gebiet bei Leipzig. Vielleicht 10 Minuten aus Leipzig raus. Markkleeberg, muss man sich merken. Muss mal hin. Echt schön. Das Lustige, bis vor ungefähr 10 Sekunden wusste ich gar nicht, wie dieser See hier heißt. Das ist der Kospudener See. Noch nie gehört in meinem Leben vorher. Markkleeberg war ich schon mal vor ein paar Jahren. Habe schon mal eine Lesung gehalten. Und den See kannte ich nicht. Jetzt das erste Mal gehört. Kospudener See. Mit C. Ganz wichtig. Also wenn ihr den besuchen wollt, im Sommer Bombe. Ich bin jetzt gut eine Dreiviertelstunde unterwegs. Und alles cool. Bin jetzt wieder zurück Richtung Auto hinlaufen, damit ich wieder zurück in die Unterkunft kann. Eine Stunde Jogging reicht. Diese Sporteinheit ist das beste Beispiel für runter vom Sofa Sport machen. Das, was ich immer, wofür ich immer plädiere, weil ich nämlich hier zum See gekommen bin, einfach nur so zu chillen. Ich habe gedacht, nee, kein Bock darum zu chillen am Strand. Und dann habe ich einfach meine Schuhe aus dem Auto genommen und eine Hose dabei gehabt und los geht's. Es ist halt so. Manchmal muss man auch mal zwischendurch was machen. Nicht nur faulenzen, sondern auch sporten. Ganz wichtig. So, das war meine erste Einheit am Kospuder See. Das allererste Mal dort Sport gemacht. Bin jetzt zurück im Auto, wie man sieht. Ich muss jetzt das Auto anmachen, es ist schweineheiß hier drin. So scheiße heiß. 4000 Grad. Klima anmachen. Auf jeden Fall Sport gemacht, kann ich abhaken für heute. Check. Super. Und gucke ich die Tage mal, ob ich nochmal hier rankomme. Oder nicht. Je nachdem. Also auch Sport machen. Runter vom Sofa. Tut was. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.